Nun, wir freuen uns ja alle, wenn die Technik so richtig schön versagt und nichts mehr funktioniert. Ja, das ist genau in diesem Part, im nächsten Part und im übernächsten Part drei Parts passiert, bis es mir dann endgültig aufgefallen ist, was da überhaupt Phase ist. Naja, nun habe ich also alles genommen, Gameplay zurechtgeschnitten, quasi das, was ich gemacht habe, weil ich die ganzen Aufnahmen und Backup-mäßig schon alles abgespeichert habe und habe jetzt angefangen nachzusynchronisieren. Hey, yippie. Also, auch bei mir geht nicht mal alles schief. Genauso wie auch hier, mitten im Gameplay. Ich bin zu doof, um runterzuspringen. Deswegen versuche ich auch immer so typisch mäßig wie ich hier eben Dinge aus und kapiere sie auch möglicherweise nicht direkt und muss halt immer erstmal schauen, wie ich denn Dinge mache. In dieser ganzen Aufnahme, oder das ist jetzt quasi, ja, wie der Titel schon sagt, drei Parts im einen. Ich bin jetzt hier so wirklich so ein bisschen am Zurechtskippen und teilweise auch hier die Aufnahme möglichst kurz zu halten. Jetzt habe ich zum Beispiel den Münzweg da einfach mal geskippt, weil der in dem Sinne nur Münzen bringt und nichts zur Sache tut. Deswegen ist es auch genauso, dass ich manchmal den einen oder anderen Tod dann mit rausgeschnitten habe, weil der am Ende nichts zur Sache tut. Ne? Na gut, ein neuer Mond, Abstecher per Gabel. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ja, nochmal den Weg zurück zum eigentlichen Mond, per Gabel zum Gipfel. Auch gleich erstellt. Und so renne ich dann durch die ganze Weltgeschichte. Und schon bin ich wieder draußen, ne? Ein bisschen später, das ist ja quasi genau weitergehend vom Dorf, geradeaus weiter. Und da geht es jetzt einfach so weiter nach oben. Richtung dieses Käsegebiet. Hier war der Goomba. Erst habe ich gedacht, ah, mit dem Goomba kann man vielleicht was anfangen. In erster Sekunde. Aber, nö. Da hinten sind noch Münzen, da auf der Rückseite. Ja, aber mehr auch nicht. Also, wie komme ich da jetzt gerade rein? Habe ich jetzt gerade in dem Moment noch keinen Plan. Aber gut. Na gut. Wollen wir doch mal schauen, ne? Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben, um unseren Schlemmereintopf den letzten Pfiff zu verpleien, ne? Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über dem Vulkan es sich schnappen wird. Du fragst dich, worin es mariniert ist? Ganz einfach, wir legen es in Salz ein, bevor wir es dem Gericht zufügen. Ja, eine praktische Sache. Naja, das verleiht den ganzen den letzten Pfiff nochmal. Ziemlich köstlich. Ja, und hier sind Pfannenbrüder. Erstmalig aufgetaucht. Pfannenbrüder, guten Tag, was geht? Schnappen wir dich doch einfach mal. Und ja, mit den Pfannenbrüdern, da kann man hier den ganzen Käse mit dem Pfann zerschlagen. Also ist das Ziel, das zu tun, um dann hier unseren Mond freizuschalten. Ne? Also hier den Schalter freilegen, Mond freilegen. Und damit gibt es dann den ersten nächsten Mond. Den nächsten Mond, nicht den ersten, sondern den nächsten. So, ganz einfach. Wunderbar. Unter den Käsefelsen. Richtig, so hieß diese Mission oder heißt die Mission. Ich spreche jetzt aus der Vergangenheit, ne? Ach, ja, gut, da haben wir nichts draus. Ja, und schwuppdiwupp taucht hier ein neues Gebiet auf. Steigt der Abfall auf. Topf auf dem Vulkan. Tauch ein. Ja, da oben, da müssen wir hin. Da ist auch der Multimond. Also, ab geht die Post, ne? Noch Checkpoint eingesammelt. Ich bin jetzt gerade nochmal zurückgekehrt in diesem Moment. Hab ein bisschen Umweg gemacht gehabt. Nochmal zwei, drei Liter Münzen eingesammelt. Um dann letztendlich hier erstmal den Shop aufzukaufen. Nee, umziehen. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wollte eher erstmal was anderes einsammeln. Deswegen. Dann gibt es nochmal den Powermond. Weil Powermond ist toll. Entsprechend gibt es den für mich. Shopping auf der Schmausspitze. Und dann noch einmal mit dir. Da will ich doch bitte einmal die Kochmütze haben. Denn das ist ja unser Spezialoutfit, um durch eine gewisse Türe durchzukommen. Und dann, wo man auch noch ein bisschen Kleingeld übrig hat, gibt es natürlich mindestens noch den Sticker für die Odyssee. Und tatsächlich auch noch das Geschirrset. Oder Besteckset. Geschirr ist ja nicht, sondern Besteck. Wunderschön. Okay. Dann gehen wir doch mal raus, ne? Raus und rüber, gleich nach nebenan, denn da ist es ja schon. Hier kommst du nur rein, wenn du auch wie ein Koch aussiehst. Und hey, du hast ja die richtigen Klamotten an und die richtige Kopfbedeckung auf. Also, komm rein. Ja, dann kommen wir doch mal rein, ne? Zeig doch mal, was wir hier machen können. Das ist ein großer Kochtopf. Na, dieser Topf köchelt ganz ordentlich vor sich hin. Na, was super für die Entfaltung der verschiedenen Geschmacksnoten ist. Aber irgendwie, es könnte noch ein bisschen heißer sein. Aber ich schaff's nicht, mehr Feuer aus der Lava rauszuholen. Ziemlich ärgerlich. Na gut,
Dann muss ich aber ein bisschen nachhelfen, ne? Also, nehmen wir hier den Feuerblob, keine Ahnung, den Blob, keine Ahnung. Feuertropfen, keine Ahnung. Lavatropfen, I don't know. Wie heißt er jetzt? Ich hab's auch so jetzt nicht auf dem Schirm. Und da gibt's den nächsten Powermond. Sehr schön. Ja, köcheln mit kleiner Flamme. So sieht das aus. Also geht das Ganze weiter. Da drüben sind diese Tomaten. Ich habe das mal rausgeschnitten jetzt. Weil, yes, indeed. Ich habe da echt, glaube ich, 2-3 Mal gefailt, bis ich das überhaupt hinbekommen habe. Und das war ein langer Zeitabschnitt in der Hinsicht. Und hier ist gleich ein zweiter Feuertopf. Also auch gleich da hinein. Und siehe da, der Mond ist da. Der nächste, logisch. Okay, köcheln mit großer Flamme. Sehr passend zum anderen. Okay, also geht das Ganze jetzt weiter im eigentlichen Gebiet, in dem neuen Gebiet. Und da geht es dann erstmal so hier rum, rundherum. Und dann, so, ja, muss ich erstmal einmal den anlocken. Komm mal her. So, sehr schön. Damit ich da auch vernünftig einmal rüber springen kann. Ich habe gar nicht geguckt, was an der Ecke vor sich geht. Überhaupt gar nicht. Oh, ich hoffe, da ist irgendwas. Oder ich hoffe, da ist nichts in der Hinsicht. Auch jetzt drehen wir ihn nicht mal hin. Ah, was ist in der Ecke drin? Aber ich habe einen Fire... wieder einen Pfannenbruder. Kein Firebro, sondern... Pan Bro. Irgendwie so muss er heißen, ja. Aber in diese Ecke gucke ich nicht weiter rein. Aber gut. So, dann gibt es noch einmal da Lila Münzen. Zack, zack. Einmal rüber da. Und ja, mal hier rein, ne? Das ist ein schmaler Pfad mit Lava. Den muss ich bestreiten. Aber alles irgendwie doch hinzubekommen, ne? Einmal nach da oben. Na komm. Sollte jetzt einfach funktionieren. Wenn ich doch bloß dich erwischen würde. Dankeschön. Dankeschön. Dussel. So, jetzt muss ich den anderen nehmen, ne? Gut. Dankeschön. Also, einmal nach da oben und sieh da, da ist noch ein weiterer Mond. Der beherzte Magmasprung. Und dann geht die ganze Geschichte weiter. Geh mal her, immer schön weiter. Noch ein paar Lila Münzen. 49 von 100 haben wir jetzt. Sehr schön. Also fast die Hälfte. Die Münzen, die mussten unbedingt sein. Unbedingt. So. Hier ist nichts. Auf der anderen Seite waren noch was. Macht ja nichts. Und dann ist auch da der zweite Mond in diesem Gebiet. Schöne Sache. Nochmal die Münzen wieder. Weil, ja, warum denn nicht, ne? Warum denn nicht? Also, hoch da. Was gucke ich mich da noch um, ob noch was ist? Weiß ich nicht mehr. Na gut, schmaler Magma-Pfad. Ja, schmal ist er auf jeden Fall. Alle Fälle ist er schmal. Schmal, nicht schmal. Ah, sprechen muss gelernt sein. Aber gut. So, dann geht das Ganze zurück. Dann aktiviere ich hier noch das Feuerchen. Und so doof ich auch bin, ich habe nur ein einziges Lebenströpfelchen und sterb direkt. Also, ärgerlich. Na gut. So, Laternenlicht auf der kleinen Insel. Richtig. Dann, wenn man den ganzen Weg wieder ein bisschen weitergeht, den Berg hoch, wo man auch mit dem Pfannenbruder unterwegs war, da geht das auch. Dann kommt man hier hin. Und dann geht's auch hier zum nächsten Checkpoint. Wo wir dann auch hier am Ende des ersten der drei Parts angelangt sind, so mehr oder weniger. Erst einmal noch mit dem Stück Fleisch, das konnten wir capen. Und da kommt auch schon der Vogel. Oh, was ist denn da? Ein Stück Fleisch. Ja, ich muss ja damit hüpfen, mit dem Fleisch. Damit ich schön frei komme. Tja. Und dann nimmt er sich das Stück Fleisch. Und fliegt damit schön nach oben. Hoch hinauf. In den Kochtopf.
Tada, da sind wir. Und tatsächlich beginnt auch jetzt offiziell, so gesehen, nach Aufnahmeprinzip, der zweite Part von diesen dreien speziellen. Aber gut, heute ist das alles 3-1. Ich bin hier an der Stelle beim einmal schon gestorben gewesen. War unnötig doof. Deswegen sieht man auch noch die Münzen, dass die da noch rumschwebt. Gut, normalerweise gehört die da nicht hin. Und dann habe ich hier auch schon den Triple Moon. Sehr schön, gib mal her. Was trödel ich denn da noch so rum? Genau, springen. Ja, da ist er ja. Das gute Stückchen. Hopf auf den Vulkan. Tauch ein. Oha, das gefällt dem Vogel gar nicht. So überhaupt nicht. Und jetzt weht er uns hier einfach vom Kochtopf runter. Total fies, Mann. Total fies. Finde ich echt nicht nett von dir. Aber kann ich nichts beimachen. Kann ich nichts beimachen. Okay, na gut. Zumindest bin ich wieder unten und werde nicht mitgekocht. Mein Glück. So, den Magma-Fall hinauf. Da muss ich hin. Also, ja, Wahnsinn. Bis hierher gesteuert? Das ist ja mal Vulkan. Mit richtig schlechter Laune. Krass, der Vulkan spuckt immer noch Lava. Ja, der hat's echt in sich, ne? So, dadurch aber die ganze Umgebung so einen kleinen Ticken hier verändert. Und jetzt hat man hier Zugriff auch auf... Hier ist ein Firebro. Richtig. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt auch hier Möglichkeiten, mehr zu tun. Zum Beispiel jetzt auch noch einen weiteren Mond. Entzündet die beiden Flammen. Und wenn ich dann das Ganze weitergehe, dann schwimmt man dann hier zu einer Kanone hin. So ein bisschen weiter, gleich neben dem Dorf sind wir hier gerade eigentlich. Und dann mit der werde ich dann einfach nur da hinübergeschossen. So, jetzt bin ich genau links vom Dorf. Und dann sind dazwischen nochmal ein paar Münzen. 54 von 100 jetzt. Und ihr macht auch so ein bisschen euren Stress hier, ne? Wollt ihr einfach nur rumlaufen, rumhüpfen. Und das musste unbedingt sein, ne? Die Münze musste ich unbedingt haben. Unbedingt. Okay. Genau, da habe ich nochmal gesehen. Wir sind genau noch im Dorf. Nichts war da gewesen. Also gleich geht die Geschichte weiter. Mitten hier in die 8-Bit-Welt. Wo dann nur ein paar Münzen sind. Habe ich nochmal dazwischen gecheckt, ob da jetzt irgendwas noch links oder rechts war. Nichts war da. Überhaupt nichts mehr. Also kann ich auch gleich weitergehen, ne? Nochmal über den Maiskolben rüber. Und dann nichts wie in die Höhle. So der Plan. Gut, dann rein da mit uns. Ja. Da bin ich jetzt erstmal euch hier rausziehen. Und dann geht's weiter. Zwischendurch wäre ich wieder voll unnötig gestorben. War gerade oben angekommen und dann werde ich vom Baumstamm getroffen und falle einfach runter. Ätzend. Also nicht davon treffen lassen, von den Baumstämmen. Die sind wirklich böse. Wenn man sich ja umdrehen, dann ist da tatsächlich noch was versteckt. So ein Loch hier in der Wand. Ganz einfach. Und da haben wir dann Alkoven hinter den Magmasäulen eingesammelt. Sehr schön. Mond für Mond geht's weiter voran. Und dann geht's auch hier zum nächsten Mond. Und das ist ja auch schon dieser wichtige Mond. Nämlich den Magma-Fall hinauf. Richtig. Ach ja, ach ja, ach ja. So, dann warten wir nochmal einen kurzen Moment. Dann geht hier die Türe auf. Oder wir kriegen jetzt Zugang zur Tür. Deathgog Konfrontation. Das heißt, das geht wohl nach oben. Dann wollen wir doch mal dahin. Gib mir den Weg, der mich nach oben führt. Dann sehe ich wieder die beiden Lichter da, links und rechts, also nicht die Lichter, aber hier die Krüge. Und dann dreht man sich um. Ah, Piranha-Pflanze. Ja, guck mal, das könnte doch hinhauen, ne? Also, ball doch mal dann Feuer an die beiden Laternen. Und schauen wir doch mal, was es mir bringt. Und tada, ein weiterer Mond erscheint.
entzünde die fernen Laternen. Ja, und jetzt muss ich wieder zur Gewalt antreten. Ja, verbrennt mich die Piranha-Pflanze und daraufhin musste ich erstmal reagieren. Und die dann auch erstmal vermöbeln, ganz einfach. Und dann einfach über die Inseln rüber, so Stück für Stück. Da ist auch noch eine. Läuft auch schon wieder gelb an. Gib mal eine Mütze wieder. Haben wir da noch was drin? Nur Münzen. Da hat er die schon wieder gefressen. Das geht ja wohl gar nicht. So. Dann geht das Ganze weiter. Am Fuße. Nicht so schnell gelesen. Verstanden? Ja, whatever. Am Fuße des Berges. Na gut, so. Dann geht das Ganze in den Tod. Sehr schön. So, des Spitzenpfades. So. Also, einmal schnell hinauf. Und dann haben wir noch etwas. Ein paar Itemfelder. Dann gib doch mal wenigstens her. Ja, ein super Herz. Praktisch. Oder auch nicht, wenn man es gleich verbrät. Ne? Verbrät im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, ja, ach, ich lasse es. Gut. Jetzt habe ich schon 73 von den Münzen. Das ging ja echt schnell. Ich weiß nicht, habe ich jetzt welche geskippt beim Rausschneiden? Ich hoffe jetzt aber nicht, dass ich die übersehen habe. Na gut. So ist es dann halt. So, dann geht das Ganze weiter oder auch nicht. Ich stürze ab, also muss ich zurück. Und noch einmal. Vorsicht, Paprika rollt. Die macht voll Stress. Voll gemein, dass sie hier rumrollt. Aber gut. Und immer weiter nach oben geht's hier. Diesmal brauche ich von den Wendedingern die andere Seite. Damit bloß nichts passiert. Und dann geht das Ganze einfach hier. Wollte ich das so machen? Und irgendwie hat das nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein. Also muss ich das jetzt ganz anders machen. Dann lieber so von der Mitte raufspringen, wenn es gerade im rechten Moment da ist. Und einfach springen. Sehr schön. Nur noch ein Leben. Also ein Herzchen wäre wirklich jetzt ganz schön gewesen. Oder da ist ein Checkpoint. So. Dann waren da unten auch noch irgendwelche Itemboxen gewesen. Wie kann man da hin? Toll, jetzt habe ich... ich Idiot, die habe ich rausgeschnitten. Ach ja, aber da waren, glaube ich, nur Münzen drin gewesen. Wie ich mich erinnere. Aber gut. Alles klar. Dann geht's jetzt nach oben. Immer weiter hoch hinaus. Da oben ist ja auch schon der Kochtopf. Also. Einmal schnell hin da. Hast du mich entdeckt? Ich bin da in dies schöne Kochtöpfchen reingefallen. Ja. Und schon bin ich hier im Bosskampf. Der wirft einfach so Dachelfrüchte, Paprika und sowas in. Weiß nicht, woher das nimmt. Spuckt das einfach aus oder? Weiß ich nicht. Er schmeißt es einfach. Und erstmal nur flüchten und checken überhaupt, was Phase ist. Bis er dann das tut. Und so, Und dann muss ich da einfach nur mich nicht treffen lassen, weil er jetzt auch seine Sachen da einfach runter rutschen lässt. Und ich springe einfach auf seinen Kopf rauf. Ne? Kevin freut sich auch. Prima. Und somit wiederholen wir das Ganze einfach mal noch einmal. Wieder ausweichen. Und ein Herzchen, das nehme ich gerne mit. Und jetzt ist die ganze sogar gewellt, die ganze Geschichte. Und lass mich wieder treffen, obwohl ich springen wollte, aber ja gut. So, sehr schön. Zweite Mal getroffen, also einmal noch. Dann haben wir's. Die große Flucht. Das Herz, das brauche ich. Denn mir fehlt ja wieder ein Drittel meines Lebens. Von daher nehme ich mit. Nehme ich unbedingt mit. Okay,
Und damit kommen wir zur dritten Phase, zum letzten Abschnitt. Diesmal muss ich von Plattform zu Plattform springen. Und nicht vorbeispringen. Dementsprechend kann ich jetzt alles nochmal von vorne springen, weil, ja. Und so rutsche ich auch immer wieder nach unten. Aber jetzt habe ich ihn endlich. Endlich bist du dran, du Vogel. Ach ja, und schon wirst du mitgebraten, ne? Jetzt bist du Backhühnchen. Oder so, keine Ahnung. Wobei, gebacken nicht, ne? Gekocht. Gekochtes Hühnchen. Finde ich auch in Ordnung. Hühnchen schmeckt gut. Aber somit habe ich dann auch den nächsten und letzten Mond oder drei Monde bekommen. Chefkoch-Konfrontation abgeschlossen. Sehr schön. Ja, und damit sind auch jetzt alle da. Guck mal, da ist Toad da und der Amiibonator, keine Ahnung. Und dann könnten wir auch theoretisch weitergehen zu Bowser. Oder wir erkunden noch weiter ein bisschen das Land. Und dann sieht man zum Beispiel hier noch ein weiteres Gebiet, wo man durchlaufen kann. Die Plattformen, die wechseln sich immer hier hin und her. Also, da spiel doch gerne mit. Wieder Mondstücke einsammeln. Und währenddessen noch begleitet von Piranha-Pflanzen. Eine nette Geschichte von euch hier, ne? So nett von euch. Erstmal noch da hinten. Dann lieber kurz warten. Und dann lass mich da mal treffen, ne? Und nochmal. Oh. Aber da ist auch schon der letzte. Und sieh da. Da ist dann auch der nächste Mond, ne? Der 28, nee, der 29. an der Zahl, der 29. Magmasumpf treiben und sinken. Ja, und wenn man sich, ach, guck mal. Wenn man sich da umschaut, da hinten ist ja noch einer. Also wieder zurück. Und jetzt will ich unbedingt schneller sein. Und beeile mich. Bis hierhin klappt das ja noch fast. Und dann mache ich sowas, so einfach da reinspringen und noch einmal, oh, wie doof kann man denn sein. Aber hey, in der Ecke des Magmasumpfs. Da ist nämlich noch einer, richtig. Die Nummer 30. Sehr schön. Gut, dann bin ich noch rausgegangen und dann als ich rausgegangen bin, einfach noch die Treppe hoch, habe ich hier diesen Parcours gesehen. Das ist ja der zweite davon. Und hier stürzen einfach nur die Bodenplatten ab und die Bodenwürfel. Also, im Formel des Zeitlimits wieder schnell zurück. Und das hat aber diesmal super einfach geklappt. Somit ist das TikTok-Turnier 2 auch in 0, nichts abgeschlossen. So, dann habe ich mir nochmal einen Stop gegeben und habe gedacht, ja gut, dann kann man hier nochmal ein bisschen die Souvenirs einkaufen, weil Souvenirs sind toll. Und dann bin ich dann wieder da bei dieser Kieselgeschichte gelandet. Dann wollte ich mich da nochmal ein bisschen weiter gucken, ob da nämlich noch irgendwas ist. Also nehmen wir den hier und sieh da sind noch einige von den lila Münzen und eine Kanone. Die ich erstmal mal konsequent ignoriere. Auch gut. Weil, ja, warum denn? Dann kann ich auch hier hinten endlich mal die Münzen einsammeln. Und hochspringen sollte man auch vielleicht können. Gerade so. Ausprobieren. Gut. Dann nehmen wir nochmal hier einen Pannenbruder. Weil da ist ja auch noch Käse. Der blockiert noch irgendwas. Genau hier. Und sieh da. Ein Huttor. Eine Huttür. Und noch mehr Käse. Splitter einsammeln. Und, ja, der ist wahrscheinlich irgendwo unten versteckt. Ist hier noch irgendwas? Dahinter ist noch was. Aber lass mich erstmal schön treffen, ne? Weil, ja, erstmal treffen lassen. Na gut, okay. Dann mache ich erstmal den Teil hier frei, oder? Würde eigentlich Sinn machen. Mache ich nicht. Aber erstmal sammle ich mir da das erste Mondstückchen ein. Und jetzt immer weiter auf der Suche nach weiteren. Sind jetzt alle unterm Käse drunter. Sei denn, ich gucke mir auch nochmal hier um und sehe da ist mir noch ein Mond. Noch ein weiterer. Also, mach das Ding frei. Stell nicht so doof an.
Tada. Hoch auf die Käsefelsen. Ja, Käse ist fest. Wie Gestein. Auch eine komische Sache. Gut. Dann wird es Zeit, nochmal die letzten Splitter zu sammeln. Ob da einer ist? Wer weiß. Erstmal gespamme. Ein bisschen dichter könnte ich noch ran, ne? So, jetzt nicht mehr. Aber es sieht aus, als wäre da keiner. Überhaupt keiner. Na gut. Aber hier könnte ja noch was sein, ne? Oder auch nicht. Muss dich ja nur mal zeigen. Wenn er nur will. Schön detailreich. Möglichst alles weghauen, aber da ist ja schon der dritte. Und dann geht's auch gleich weiter. Wohl zum vierten, ne? Guck mal, da ist er ja. Vierte. Und jetzt fehlt nur noch der fünfte. In der Zwischenzeit, zwischen diesem Cut, da habe ich alles abgegrast und alles hier platt gemacht, um den zu finden. Bis ich den da gefunden habe. Ja, ja. So unscheinbar. Aber gut. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Na gut. Ausgrabung in den Käsefelsen. Erledigt. Gut. So, dann kann ich mir ja noch einmal wieder so ein Feuerding klauen vor allem, schnappen, übernehmen. Nimm ihn. Los. Und dann kann man hier mal wenigstens ein bisschen weiter erkunden. So, zum Beispiel die Musik. Ah ja, schade, dass ihr das jetzt nicht hören könnt. Aber gut, das ist schade. Aber dafür gibt es hier noch einen weiteren Mond. Und die Notenjagd im Lavabad. So ist das. Noch mal ein paar Münzen hier und da. Oh, was hast du Schönes zu sagen? Ich bin hier, um die Risse im Boden zu reparieren. Aber wie es dazu will, ja, nun, ich habe Höhenangst und traue mich nicht weiter. Ich wünschte, mir würde jemand bei der, die Arbeit abnehmen. Ja, und da habe ich gedacht, ach komm, das kann man bestimmt mal machen. Vielleicht springt da irgendwas für mich wieder raus, dass ich das doch gerne mache. Solche Kleinigkeiten erledigen wir doch sofort. So ein paar Risse im Boden stopfen. Platt machen hier, ne? So, ganz einfach, ganz einfach. Okay. Und damit ist dann auch der nächste Powermond frei. Den nehme ich doch gerne mit. Alle Risse sind repariert. Und weil es so schön ist, da ist ja noch eine Röhre. Die nehme ich auch nochmal. Und dann sind wir wieder im 8-Bit-Areal. Da sind noch drei weitere lila Münzen. Erstmal nochmal die Hammer Bros da weg. Weil, was wollen die denn hier? Und die ganzen Paprikas, die versperren den Weg. Die machen nur Ärger. Die ganze Zeit machen die nur Ärger. Das kann ja echt nicht wahr sein, ne? Aber gut. So, und damit ist dann auch der nächste Mond unter dem rollenden Gemüse. Ja, sehr schön. So, achso, die ganzen Risse sind wiederhergestellt. Das liegt aber an einer anderen Geschichte. Es ist nämlich ein Areal, das würde ich gerne mit euch persönlich erleben. Oder euch nochmal zeigen persönlich. Das mache ich im nächsten Part dafür. Deswegen wurden die Risse in dem Sinne einmal resettet. Da war ja nämlich dieser Bilderrahmen. Und da möchte ich gerne mit euch persönlich reingehen. Manch einer kann sich das schon vielleicht denken. Ich weiß jetzt auch schon, was das ist. Klar, logisch. Aber ja, es gefällt mir besser, wenn ich da doch nochmal persönlich dabei bin. Weil ja. Okay, dafür gibt es dann hier nochmal einen weiteren Mond. Das ist dann Notenjagd Drehwurm. Somit sind es schon 27 Monde, die ich hier habe.
Jetzt muss man nur noch dem Weg hier weiter folgen. Schön entspannt. Auch hier habe ich mehrfach versagt. Und eben aus Zusammenfassungsgründen habe ich das Ganze natürlich ein bisschen komprimiert, damit das Ganze besser passt. Hier habe ich mich dagegen entschieden, die Goldringe mitzunehmen. Und bin dann lieber so mit dem Drehwurm ans Ziel gekommen. Ja, das war eine andere Herausforderung. Ja, dieser Part, der war ein bisschen anders. Ein klein wenig sehr. Aber gut, nicht alles läuft manchmal, wie man es will, wie ich es möchte. Und ja, guck mal, da oben ist noch ein Mond. Den will ich auf jeden Fall im nächsten Part noch mit euch machen. Und auch da hinten, da ist auch irgendwas. Könnte ein Gemälde sein. Sprich, haben wir das Gemälde und das andere, wo ich dann auch noch mit euch war. Oder wieder sein werde. Nochmal. Und ja, in diesem Sinne, das war's dann. Bis dahin und ciao.